Der Kätzchenwünsche, wie lauten sie? Der Kätzchenwünsche, wie lauten sie? Der Kätzchenwünsche, wie lauten sie? Wie lauten der Kätzchenwünsche? Wie lauten Eure Majestät der Kätzchenwünsche? Wie denken Sie, wie sie lauten? Der Kätzchenwünsche. Die Majestät hat die Macht und die Sehnsucht, der Kätzchenwünsche von ihrem Haupte abzulesen. Sei es von dem Loser, das sind die Ohren, der Loser oder auch die Loser. Oder sei es von ihren Augen, das ist ihres gemeint, die Pupillen, die Netzhaut und das ganze Sinnerfleisch, wie sie die Augen zerrollen oder ob sie den Lidschluss machen, ob sie die Augendecke rollen lassen im Schlaf oder ob sie kauen vom Maule oder Munde oder von den geschmeidigen königlichen Lippen oder wie sie schnauben mit der Nase, mit den Lebensodem, oder wie sie die Zunge halten oder den Kopf. So kann man alles ablesen, allein vom Kopf der Katze. Aber natürlich, wenn man die ganze Katze sieht, bis zum Schweif, ist es noch besser. Dann kann man auch genau aus ihrem Katzenbuckel und aus ihrer Fußbeinstellung und aus ihrer Körperdynamik erkennen, ist sie erschrocken oder ist sie genüsslich, ja. Und so kann man sagen, aus der Haut heraus oder aus dem Löwenfell, dem Panderfell, kannst du erkennen, wie schön die Sehnsucht, die Liebe, die geschmeidigen Verlangen der Kater sind und der Katze natürlich auch. Und mehr vermag ich nicht zu sagen. Und ich grüße Clemente, den Tierpsychologen. Danke.